Die Paderborner Alternative für Deutschland hat für den 15. Januar eine Demonstration unter dem Motto Rote Karte für Merkel angemeldet. Überall, wo die AfD meint, ihren Hass und ihre menschenfeindlichen Parolen verbreiten zu müssen, liegt es an uns, ihr zu zeigen, dass wir ihr weder ein Ohr noch die Straße überlassen. Die Erfahrung zeigt, dass sie mit ihrer angstschürenden Hetze mehr tut, als nur Meinungen zu stiften. Deutschlandweit nehmen Übergriffe zu. Es werden Scheiben eingeworfen, Menschen verletzt und rassistisch angegangen, Unterkünfte in Brand gesetzt. Dieses Armutszeugnis ist deutlich auch der AfD und ihrer geistigen Brandstiftung zuzuschreiben. Das, was von der AfD als Asylkritik getarnt wird, ist nichts anderes als purer Rassismus. Diesen sät sie mit Hilfe von irrationalen Ängsten, Unaufgeklärtheit und falsch ausgelegten Tatsachen. In den Reihen der vermeintlich harmlosen Kritikerinnen finden sich unzweifelhafte Vertreter rechtsradikaler Strömungen. Anfang Dezember in Salzkotten wollten namhafte Mitglieder der neonazistischen Rechten an der AfD-Demo teilnehmen. Ein einzelner bekannter Neonazi wurde demonstrativ durch die Leitung ausgeschlossen. Der Rest lief als übliche Klientel der AfD mit. Brauner Dreck bleibt brauner Dreck, auch wenn man ihn blau anstreicht. Jetzt stellt sich euch allen die Frage, wollt ihr es zulassen, dass die sogenannte Alternative für Deutschland ihre rassistische Propaganda auf die Paderborner Straßen bringt? Es ist keine Frage von Politik, es ist eine Frage der Menschlichkeit, sich der AfD entgegenzustellen. Am Freitag, den 15. Januar, heißt es also, Rassistinnen stoppen, AfD-Demo verhindern.